Ciao zusammen, ich bin Jürg und wir sind ein neuer Goalie. Leider ist es nicht der Merz Likens, sie haben alles Mögliche probiert, aber Lugano will ihn einfach nicht gehen lassen. Dafür haben wir einen anderen starken Goalie, und zwar genauso wie von vielen gewünscht, ist es der Giannone vom SC Bern. Wie er sich schlagen wird zwischen den Pfosten bei uns, beim EVZ, das wird sich gerade zeigen, denn wir starten mit dem ersten Match, also ab geht's. Und mit dem ZSC haben wir natürlich einen perfekten Gegner, gerade mal schauen, wie stark der Giannone ist. Siehst du aber mal einen Angriff von uns? Nein, leider nicht. Natürlich müssen wir ihn auch unterstützen und das haben wir doch gerade gemacht. Wir wollen zwar runterzahlen, aber das kratzt uns überhaupt nicht, schade. Yes, der Angriff wird jetzt mit einem Goal gekrönt, jawohl! Er wird mit einem Goal gekrönt. Wir führen mit 1:0 gegen den ZSC. Yes! Ja, das war's mit unserer schönen Führung. ZSC mit dem direkten Angriff und gerade mit dem Ausgleich. Fuck, hey, noch einmal. Giannone ist schon einmal bezwungen worden, aber gerade direkt ein zweites Mal hoffentlich nicht. Nein. Können wir noch in Führung gehen im ersten Drittel? Da haben wir die Chance und wie wir ihn nutzen. Deren ihre Goalie hat einfach gar nichts gecheckt und somit ist die Scheibe rein. Und wir führen kurz vor Drittelspause mit 2:0. Nein, scheiße, schön, Giannone. Endlich wieder mal ein Angriff, Gib an und Abpraller, nein. Holden, schön gegen hinten mit der Träge und beim Schuss, nein. Wieder mal eine Überzahl für den Z, Giannone. Oh nein, scheiße, der Weg kommt ganz allein zu. Oh, jawohl, Giannone. Okay, Querpass, Schuss, nein. Schuss von hinten verdeckt und ein Abprall gibt's. Komm, zählt das? Ich weiß nicht, glaube ich. Jawohl, das zählt irgendein Schiessgoal. Und wir führen somit mit 3:1. Jawohl, yes. Was war das für ein Fehler vom Flöhler, der uns zum Unterzahl-Goal gebracht hat? Und was war das jetzt? Was für ein Move da vom Wick. Absolut keine Chance von Giannone. Und ich habe mich auch zu wenig konzentriert, weil ich da am Schnorren war. Ah Mann, ey, bitter, aber nicht ganz unverdient, wenn wir ehrlich sind. Okay, wir brauchen ein Goal und da ist es. Nein, da ist es nicht. Wir haben ihm noch geschrieben, komm. Jetzt, nein, jeder andere schießt nicht. Letzte Spielminute, Z hat der Goalie rausgegriffen, Giannone pariert nochmal. Und da ist unser Goal, unser Treffer ins leere Goal zum 4:2. Yes! Z sieht immer noch Chancen, sind der Goalie draussen, es ist Schüsser unter Giannone mit drei Hammerparaden. Und die Parade von Giannone, das war das letzte vom Spiel. Wir gewinnen somit den Match gegen den ZSC mit 4:2. Hammergeiler Match gewesen. Die Leistung von Giannone kann ich noch nicht wirklich einschätzen. Er hat mich noch nicht ganz überzeugt, aber er war schon nicht scheiße gewesen. Wir werden sehen, wie er sich schlägt im zweiten Match. Und mit dem EHC Biel haben wir auch einen entsprechenden Gegner, der Giannone sicher heftig herausfordern wird. Jetzt aber mal zuerst unseren Angriff, der leider nicht verwertet wird, nein, der Hiller pariert. Wir können Powerplay spielen, das ist doch super. Pass, Schuss, nein. Das erste Drittel war bisher richtig langweilig. Die Riesenparade war wirklich das Geilste. Nein, scheiße, verfluchte, verdammte, du Hura, Drecks, scheiße. 1:0 für Biel, meine Güte, Giannone, hättest du eigentlich auch können heben. Oder wir sehen ihr das? Schreibt das unten in den Kommentaren. Wenn wir ehrlich sind, hätte er das nicht unbedingt müssen, weil es ein verdeckter Schuss ist. Und der Schuss hat er schön pariert und wir greifen jetzt an. Ich drücke ihn ab, aber der Hiller pariert das natürlich. Oh Scheiße, nein, auch nicht mit einem Goal ins zweite Drittel starten. Schön, Giannone. Außer wenn das zweite Goal vom Match uns wird gehören und es gehört uns. Wir gleichen mit einem Hammerschuss ab zum 1:1. Die erste grosse Parade von Giannone und dann der Hammerausgleich. So darf es weitergehen. Wir machen gerade mit dem Goal schon Schüsse weiter, oder? Jawohl! Ich habe mich gerade verschnarrt, aber scheißegal! Wir machen direkt nach dem Anspiel den nächsten Angriff und erzielen die nächste Kiste und führen somit mit 2:1. Jetzt heisst es Giannone hinein helfen! Jungs haben gesagt, helfen. Helfen habe ich gesagt. Fuck! Schön, Giannone! Ja,
da war keine Hilfe mehr oben. Haben wir derb rausgespielt vom EHCBL und somit der Ausgleichstreffer. Es hat nur noch 2 zu 2. Scheiße! Wir werden jetzt sogar eine Kiste in Unterzahl machen, wie der Schuss, der sitzt. Jawohl! Mit Ansage, der sitzt tatsächlich! Meine Güte, 3 zu 2. Wieso hat der Hiller eine gehabt? Also den hätte er garantiert müssen haben. Aber wir können froh sein, denn wir führen jetzt mit 3 zu 2. Ein Goal ist aber viel zu wenig. Wir müssen unbedingt noch ein Goal machen. Uiuiui. Und da haben wir die Chance. Da haben wir gerade die Chance. Komm, gib den Pass. Da kommt der Schuss. Und, oh mein Gott, ein Abprall. Und der wird dann verwertet zum 4 zu 2. Meine Güte, was für ein Angriff ist das? Ein brutal geiler Angriff. Und wir haben Führung können ausbauen. Jawohl. Das Heftigste an den beiden Goal ist, dass wir beide in der gleichen Unterzahl gemacht haben. Und da haben wir Glück, dass wir keins kassiert haben. Machen wir nochmal eine Kiste. Ich seh's. Nein, Hiller pariert. Nicht noch ein Goal kassieren. Sage ich, Tami sich nochmal. Kurz vor Drittelspause kassieren wir gleich mal einen Treffer. Und somit verkürzt Biel auf 3 zu 4. Fuck it! Janik Radus vom Anfang vom letzten Drittel gesehen, schön dazwischen. Oh, danke schön, Genoni. Oh nein, 2 gegen 1, schön, Dias. Einigermaßen schön, oh mein Gott, schön, Genoni. Führen mit einem Goal, solange wir führen, ist es gut, weil irgendwann wird die Zeit ablaufen und sie werden den Goalie rausnehmen. Und jetzt unverdiente Treffer erzielen, nein, Abpraller auch nicht. Biel spielt Powerplay, das wird verdammt gefährlich, schön dazwischen. Und jetzt einen Angriff starten in Unterzahl und wie beim letzten Mal einfach Goal machen. Nein, Stock bricht. Nächster Angriff und jetzt gibt's Goal. Jawohl, tatsächlich, jetzt gibt's Goal, wie der Hiller anfällig ist auf die Schüsse von hinten. Das ist geil, das gefällt mir. Können wir das noch ausnutzen? Vielleicht gar nicht mehr notwendig, denn wir führen ja wieder mit 2 Goal-Differenz. 5 zu 3. Wählen der Goalie raus, das nutzen wir aus zu einem Goal. Komm, geh rein. Jawohl, jawohl. Jeven ist drin. 6 zu 3. Somit haben wir dann von einem 6 Goal, wenn wir überlegen, ganze 4 Geschosse, die wir einmal weniger auf dem Feld hatten. Geniessen wir noch das letzte Bulli von diesem Spiel. Ob wir es gewinnen oder nicht, ist mir scheißegal, denn da ist sie, Reda. Wir gewinnen den Match gegen den EHCBL mit 6 zu 3. Was für ein kranker Match. Mir hat es richtig Spass gemacht. Was in mir drin offen ist, ist die Frage wegen Genoni. Bin mir wirklich noch nicht sicher. Also, aktuell würde ich behaupten, ist der Stefan besser. Besonders in dem letzten Spiel ist der Stefan um einiges besser gewesen als der Genoni heute. Wir werden ihm natürlich noch weitere Chancen geben. Und der Rochade wird vielleicht auch etwas bringen. Stefan, Genoni. Wir haben jetzt auf jeden Fall 2 hammergeile Goalies bei uns beim EVZ. Vielleicht werden wir sogar noch den Metzlikins. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall sind wir jetzt am Ende angekommen von dieser Episode. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn das der Fall war, vergiss nicht, meinen Channel natürlich noch kostenlos abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben da lassen. Wäre ebenfalls richtig nice und schreibt eure Kommentare. Was halten ihr vom Genoni von der heutigen Episode? Oder sonst einfach alles Mögliche ohne in die Kommentare reinhauen. Jetzt bin ich jedoch draußen und wünsche dir somit noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!